Ja, Gero hat nämlich keinen Schlafsack gehabt und deswegen ist er auch krank geworden. Müssen wir also gleich nochmal nachholen. Du, dahin. Wasserschlauch, dahin. Wasserschlauch, dahin. So, also eine Decke für Gerogon noch. Die Harfe kann zu Jallen. So, und hier unten sieht das ganz gut aus. Also, eine Decke noch. Wir würden gerne noch was kaufen. Nur eine Kleinigkeit, wir sind gleich wieder weg. Ups. Da ist die Decke. Kaufen, Quellen, 28% bei der Decke rausgeholt. Sehr schön. Und raus. Die Decke dahin. Und bei ihm einmal drehen. So. Sehr schön. Gucken wir nochmal ganz kurz, welchen Tag wir haben. Oh, muss ich gar nicht. Wir haben den richtigen Markttag. Also Preios-Tag hier in Gashok. Die sind, was Preios angeht, ja ein wenig komisch hier. Und das müsste der Waffenhändler gewesen sein. So, drückt die Daumen. Das ist der mit dem guten Angebot. Ja, sehr schön. Also, hier können wir unser ganzes Geld loswerden. Wir brauchen auf jeden Fall ein Rapier für Gwendolyn. Wir brauchen einen Langbogen. Oh, er hat keinen Langbogen. Na gut, dann erstmal einen Kurzbogen für Jallen. Sagen wir nochmal 80 Pfeile. Helme. Eisenhelm oder Topfhelm? Ach komm, gleich ein Eisenhelm. Eins, zwei davon für Gerogon und Tirik. Lederhelme kaufen wir auch erstmal zwei. Ein Eisenschild für Tirik. Lederrüstung für. Lederzeug für Gwendolyn. Rüstung sehe ich keinen Schuppenpanzer. Schade. Okay, dann ein Lederharnisch auf jeden Fall schon mal. Mindestens einen. Und 1, 2, 3, 4 mal Kettenzeug für Gerogon und Tirik. Und noch ein normales Schild für Gwendolyn. So, das müsste erstmal reichen. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal einkaufen, denke ich. Aber dass wir das erstmal jetzt verteilen können und dann nachgucken, was denn alles so fehlt. Feilschen bitte. Gwendolyn. 19%. Sehr gut. Raus hier. Also, ein schweres Eisenschild. Das gehört zu Tirik. Ein Rapier gehört zu ihr. Dolch kann. Okay, bei Tirik sammeln wir jetzt die Sachen, die verkauft werden können. Das Lederzeug kann von ihm weg. Das können wir Gwendolyn geben. Genau, schön anschnallen. Noch ein Lederzeug kann auch zu Gwendolyn. Helme. Sie hat momentan den Magieresistenz-Stirnreif. Den können wir mal. Magieresistenz 9, Magieresistenz 7 können wir ihr geben. So, du setzt den Helm auf, weil du öfters im Nahkampf bist, als die Elfen jedenfalls. So, du setzt den Topfhelm auf. Du den da. Brauch jetzt noch eine von den Elfen einen Lederhelm. Ja, Mürrim. Mürrim ist am Limit. Du gibst denn bitte Dietriche an sie. Dietriche an sie. Bogen an Jallen. Und die ganzen Pfeile schon mal dahin. Und davon auch nochmal so 39. So, Schild. Davon haben wir jetzt doch zu viele. Sie hatte ja schon ihr Fex-Schild, das habe ich ganz vergessen. Tirik hat ein Schild. Und die Elfen brauchen keine Schilder. Nö, die Schilder können alle zu Tirik zum Verkaufen. Sichel bleibt im Inventar. Das kann auch rüber.
So, Kettenzeug kannst du anlegen. Endlich wieder ordentliche Rüstung. Also bei weitem nicht so gut wie vorher, weil primär der Schuppenpanzer fehlt. Aber trotzdem schon mal ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir im Sumpf alles anhatten. Oder auch nicht anhatten. Du das anziehen? So, Lederzeug ist noch zu vergeben. Die Elfe hat schon, die Elfe nicht. Noch einmal. Und damit müssten alle Lederklassen ausgestattet sein. Also Jallen, Mürrim und Gwenlin. Richtig? Nein, Mürrim hat kein Lederzeug. Okay, also wir brauchen noch zweimal Lederzeug für Mürrim. Helme sind über, kannst du Terik. So. Ein Lederharnisch ist nur zu vergeben. Gwenlin hat sogar eine Krötenhaut. Nee, Jallen hat... Mürrim hat nur ein Hemd. Sehr gut. Hemd kann auch zu Terik. Ersatzschuhe kann er ruhig eher tragen. Das heißt, wir brauchen jetzt... Oh, wir brauchen nur noch einen Helm. Helm. Mürrim. Wir brauchen noch zweimal Lederzeug. Helme sind sonst alle ausgestattet. Also zweimal Lederzeug. Schilder haben wir genug. Waffen haben wir. Anscheinend nur zweimal Lederzeug. Und das alte Zeug halt verkaufen. Verkaufen. Trick. Das. Den Schild. Das müsste es gewesen sein. Falschen. Gwenlin. Oh, 6%. Na gut. Und dann würden... Oh, ich muss jetzt schließen, Leute. Nee, das ist nicht gut. Weil morgen früh ist er nicht mehr da. Oder besser gesagt, jetzt hat er schon abgebaut. Schade, schade. Na gut, dann suchen wir uns eine Herberge. Schlafen wir erstmal gut aus. Und morgen reisen wir weiter. Schlafen, Einzelzimmer. Das werde ich den Helden jetzt eine ganze Weile gönnen. Nicht im Schlafsaal schlafen zu müssen. Oder im Sumpf oder in der Gefängniszelle. Schlafen, jo. Da wird nicht mehr meditiert. Und die Zelte müssten jetzt immer noch weg sein. Genau, nur die Kräuterhändlerin ist noch da. Und das bringt uns nichts viel. Gab es einen Westausgang? Ich glaube nicht. Ne, nur Norden und Süden. Ja, wir wollen die Stadt verlassen. Routenplanung. Wir würden gerne nach Norden und dann nach Westen. Weiter nach Westen. Nach Nordwesten. Und nach Westen. So, das soll uns reichen. Das dauert lang genug. Und jetzt kommen schon... Achso, genau, wir müssen umstellen. Gerogon ist schon wieder krank. Also Wachen aufstellen. Stopp. Wachen aufstellen. Gerogon, Terik, Gwenlin. Jagen soll immer noch Mürrim. Und Kräuter suchen soll jetzt doch bitte Jallen machen. So. Keine Kräuter. Dann guck dir doch bitte nochmal Gerogon an. Krankheit heilen, Gerogon. Frostschäden. Zar sei Dank, kann die Krankheit stoppen. Mit einem Wirselkraut dürfen wir jetzt auch nichts mehr haben. Warum hast du Frostschäden? Du hast eine Decke, du hast einen Schlafsack, du hast Stiefel. Die noch fast aussehen wie neu. Das, okay, du hast keine Robe an und keine Winterkleidung. Das wird's wohl sein. Also ja, wir hätten noch 1, 2, 3 Roben kaufen können oder Winterkleidung, je nachdem, was im Angebot ist. Schauen wir mal. Aber Wirselkräuter sind ja recht leicht zu finden und auch sonst nicht besonders teuer zu kaufen. Davon sollten wir uns in 1, 2 Stück holen, weil mit Frostschäden ist echt nicht zu spaßen. Wasser und Essen, sehr gut. Auch keine Kräuter. Irgendwie hat der Wechsel nicht so viel gebracht, wie er hofft.
Also der Sprung von 3 nach 11. Oh, Gwendolyn Schuhe haben soeben ihren Geist aufgegeben. Au, 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 ja. Gero hat ein paar Schuhe über. Die können gleich zu Gwendolyn. Und sobald wir in Tiefhusen sind, sollten wir auch nochmal 2 neue Schuhe auf Vorrat holen. Denn wenn sowas unterwegs passiert, ohne Ersatz, gerade im Winter, ist das eigentlich vorprogrammierter Frostschaden. Was denn wieder ins Geld geht, weil die Kräuter dafür gekauft werden müssen. So, komm schon. Keine Kräuter. Na okay, im Winter Kräuter zu finden, kann sich auch als schwer erweisen. Gerade wenn eine Schneedecke liegt. Aber trotzdem ist das ganz schön komisch. Ihr habt eine Abzweigung erreicht. Wollt ihr die Route wie geplant fortsetzen oder eine neue Richtung wählen? Wir wollen die Route wie geplant fortsetzen. Also gab es hier eine Abzweigung, die noch nicht eingezeichnet war? Darum können wir uns später mal kümmern. Also sobald wir wieder einigermaßen ausgerüstet sind, können wir auch ruhig ein wenig in die Wildnis gehen und erforschen. Aber jetzt muss erstmal die Ausrüstung her. Außerdem ist da wieder der Sumpf und da wollen wir auf keinen Fall hin. Und 5 Tanelen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt hätten wir noch gerne Wirselkräuter oder Belmatblätter, wenn es denn ginge. 2-3 Tage noch und dann müssten wir auch schon da sein. Die Stadt ist zwar auch dem Erdboden eigentlich gleichgemacht worden, jedenfalls größtenteils, aber trotzdem sind noch genug Händler da, um einkaufen zu können. Jedenfalls im Vergleich zu Lowang, wo die Orks halt noch vor den Toren lauern. Oh, was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Goblins. Ach, Goblins. Da wir jetzt wieder Rüstung haben, vertraue ich mal dem Computerkampf. Ja. Das konnten wir vorher nicht wirklich machen, weil Myrrhum zum Beispiel keine Rüstung anhatte. Und dann können die Treffer doch recht schnell reinpurzeln. Aber jetzt können wir bei Goblins und bei kleineren Tieren einfach mal berechnen lassen. Das spart doch einiges an Zeit. Und 4-5 Säbel dabei. Sehr schön. Das sind auch jedes Mal so an die 8 Dukaten. Saubere Sache. Lagerplatz suchen. Alte Option. Komm schon. Kräuter. Oh, keine Kräuter und Myrrhum hat Frostschäden. Müssen wir gleich anhalten. Stopp. Stopp, 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 stopp. Reise unterbrechen. Das Problem ist jetzt nur, dass wir kein Wirselkraut mehr haben. Vielleicht lässt sich das auch ganz mit einem anderen Kraut ebenfalls beheben. Schauen wir mal. Krankheit heilen. Myrrhum. Nee. Geht anscheinend nur mit Wirselkraut. Aber es ist hier nicht mehr allzu weit. Übermorgen müssten wir da sein. Das heißt, wir marschieren jetzt noch ein wenig weiter durch die Nacht. Ah, es kann schon ganz schön knapp werden, da noch hinzukommen. Und komm schon, Wirselkraut finden. Eine Einbeere. Die Einbeere ist auch ein Heilkraut. Vielleicht können wir es damit ja doch nochmal probieren. Talent anwenden. Jallen, Krankheit heilen, Myrrhum. Nö. Schade, schade. Na gut, ein Versuch war es wert gewesen. Und 1-2 Stunden vor der Stadt mussten unsere Helden dann doch schlafen gehen. Keine permanenten Schäden ist schon mal sehr gut. Und oh, ein Ogre. Das machen wir doch dann doch lieber von Hand. Zumal da noch ein zweiter ist, den ich ganz übersehen habe. Du schleichst dich da mal ran und zauberst gleich was Schönes. Du hast nur einen Bewegungspunkt. Das ist nicht viel. Du vertraust ganz darauf, dass Talana das gleich regelt. Gerogon wird nicht mehr wach, wenn er geschlagen wird. Sehr schön. Du haust bitte den Ork. Paradepatzer und nur 2 Schadenspunkte. Schade. Da müsste Tirik doch mehr hinbekommen. Jo, kaputt. Du bleibst stehen und zitterst. Du haust den Ogre. Und du erschreckst den Ogre.
Nein, 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 das war der falsche. Beherrschung. Horiphobos. Horiphobos. Und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Sonst hätte der Ogre einmal weit ausgeholt und dann wäre es um Talana geschehen. Aber so passt das ja. Wir gönnen uns auch mal einen Fulminictus, wenn wir da dann irgendwo rankommen. Nö. Dann geh halt dahin. Du alte Option. Du stellst dich neben den Ogre und Terry kann dann gleich von hinten raufschlagen. Du machst einfach mal einen Schritt zurück, damit er auch wirklich wegläuft. Nicht, dass der Ogre irgendwie seiner Panik um sich schlägt. Das muss ja nicht sein. Du wartest und das war knapp. Der hat nochmal so einen kurzen Schlenker an ihr vorbei gemacht. Du sicherst, du machst alte Option. Paradepatzer, kaputt, sehr schön. Du gehst hinter den und haust da schön ruf. 26 Trefferpunkte, das ist doch mal schick. Und er flieht. Gut, die Säbel nehmen wir mit. Knüppel kann da bleiben. Und eine Dukate. Und auf nach Tiefußen. Ja, wir wollen die Stadt betreten. So, sehr schön. Dann speichern wir doch glatt mal ab. Und das müsste jetzt sein. Ja, LP 058 inzwischen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und können hier richtig schön shoppen gehen. Und Mürrim heilen. Also bis gleich.